gucken, ich geh kurz mit. Was? Wasser! Spinne! Tot! Oh mein Gott! Warum machst du sowas? Ich weiß es nicht! Hilf mir! Oh mein Gott! Hol deinen Vogel! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK, diesmal wieder mit Aru. Hallo! Und hinter uns seht ihr schon, wir haben eine, beziehungsweise wir besuchen die letzte Höhle mit dem, für das letzte, ne, du weißt schon. Artefakt. Das hier, genau, das Artefakt. Dann haben wir zumindest mal die Artefakte alle zusammen und den Rest, ja gut, den kann man eh leicht, in Anführungsstrichen, leicht farmen mit den Tieren. Die Tyrannosaurus-Arme, die Megalodon-Zähne, die Bronto-Knochen-Dinger, weiß der Geil, was man noch alles braucht, muss ich sowieso noch gucken. Und ja, bin mal gespannt, wie die Höhle ist. Man kann mit einem Pteranodon rein, aber sonst glaube ich, also kein größeres Fluggerät. Noch ein Raptor und was war es noch? Ein Patchy? Warum man immer mal mit einem Patchy in eine Höhle will? Ich verstehe sowieso nicht, wie ich das schaffen soll. Also ja, vor allem sind ja die Dinger, die, ja genau, die Dinger, ja. Die. Das sind ja die Ramböcke sozusagen. Ja, genau, die Mönche. Nur ich bin und jetzt gerade mal schon mal. Mit dem Frosch kann man auch noch rein. Genau, mit dem Frosch, ja. Aber das wird sich eventuell noch lohnen, weil der hält viel Sturz aus, der kann im Wasser gut schwimmen und der kann sogar relativ gut kämpfen. Also ich habe auch schon ein paar T-Rexe damit getötet. Aber ich bin jetzt gerade hier schon mal ein ganz kleines Stückchen rein und ich glaube, da geht es schon relativ schnell bergab. Das heißt, mit einem Patchy weiß ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall mit unseren Pteranodon rein. Ich mit Tweety, Aru mit Taran. Und dann gucken wir mal, was uns da drin erwartet und wie es vorangeht. Und so. Ob wir wieder rausfinden. Ja, genau, und ob wir wieder rausfinden. So, und ich bleib hier schon mal direkt irgendwie hängen. So, okay, jetzt. Ah ja, gut, es geht nicht wirklich runter. Ich dachte, hier geht's schon gleich bergab. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Höhle, wo man wirklich nur mit einem Flugdino rein kann. Und dann quasi direkt am Eingang es steil runter geht. So, dass man auch wirklich gezwungen ist, mit einem Flugdino reinzugehen. So, mal gucken, wann die ersten Gegner kommen. Ich weiß noch nicht, wie groß die ist. Die ist auf jeden Fall sehr kalt angeblich, laut Wiki. Deswegen haben wir auch unsere Pelzrüstung an. Und ja, mal gucken, ne? Scheint auf jeden Fall schon mal nicht so wirklich klein zu sein. Hier hinten ist nichts, das ist eine Sackgasse, okay. Okay. So, mal ein bisschen fliegen, so. Siehst du irgendwelche Tiere? Tiere? Nee, als ob irgendwie schon jemand da gewesen wäre, ne? Aber ich glaube, die anderen sind noch nicht in irgendwelche Höhlen gegangen. Ich glaube, wir sind bis jetzt die einzigen. Hier geht's weiter, glaube ich, hier um die Ecke. Ja? Mhm, sieht richtig aus. Ja, dann flieg du mal vor, dann wirst du als erstes angegriffen. Dankeschön. Bitte. Und? Ey, da kommt ja gar nichts. Im Moment noch nicht. So, jetzt können wir links oder rechts gehen. Rechts. Warum? Ach so, halt. Ah, da war was. Da. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Die kommen einfach so aus dem Wow, Stein. Und wie viele auf einmal. Ist keiner da. Was ist keiner da? Ja, ist keiner da, genau. Jetzt muss ich mal gucken, Torpor. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht mit einem Pteranodon, weil der hat natürlich nicht viel Torpor. Da muss man echt aufpassen. Ich fütter gleich mal Steamberry. Das Gute ist, sobald man eine Steamberry füttert, entweder war es jetzt Zufall, oder wenn man wirklich eine Steamberry füttert, dann geht das Torpor sofort wieder runter. Oder geht er nachträglich... Ah, nee, er geht nachträglich wieder hoch. Das wirkt nur einmal so entgegen. Da hinten ist ein Skorpion, aber mehr sehe ich nicht. Das heißt, da muss man jetzt in dem Fall echt extrem aufpassen, weil wenn das Tier nämlich bewusstlos wird, dann hast du ein Problem. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel Torpor hat denn eigentlich Taran? Uno Momento. Ganz normal 200, aber alles gut. 200 nur? Ja, hast du das gelevelt? Ich habe das nicht gelevelt. Nee, ich auch nicht, aber ich habe 800. 200 ist ja noch schlimmer. Ja, stopp, das habe ich, das war ich. Entschuldigung. aber ich habe 307 hat der Vogel. Oh, ist aber auch nicht viel. Wie gesagt,
Tweety hat 800. Da hinten ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Doch, da geht's auch noch sogar weiter. Ist ja eine Riesenhöhle, hä? Ne, Taram war ja einer von den ersten, den ich gezähmt habe. Also der war nicht so hochlevelig. Ja, aber schon mal, da ist auch eine Spinne, glaube ich, ja, ne? Ja, aber schon mal höher als, oh, shit. Oh, Gott. Liegt doch nicht so tief. Pass auf, du nimmst jetzt, da kommen jetzt alle. Zwei Skorpione, Spinnen, Schlangen, alles da. Ich weiß es nur nicht, ob der Torpor voll gehen muss, damit er bewusstlos wird. Das hätte man vielleicht mal testen müssen, ne? Vorher. Weil, Nicht schlecht gewesen. Müssen wir vielleicht echt gucken, ob man den Kämpfen sogar aus dem Weg gehen. Naja, wir können ja oben drüber fliegen. Wenn alle Dinos, meinst du echt? Könntest du ja mal ausprobieren. Weiß ich nicht. Ja gut, dann fliegen wir mal weiter. Du bist nämlich schon weiter geflogen, sehe ich. Oh, ich hab einen grünen. Okay, dann ich gebe dir Deckung. Ja. Der ist tot. Da ist er noch... Oh. Wie gut, dass man sich gegenseitig nicht verletzen kann. Ja, sonst hätten wir ein Riesenproblem. Sieht gut aus. Was ist drin? Keine Ahnung, ich habe Angst abzusteigen. Warte mal kurz. Soll ich? Nein, alles gut. Ich muss nur ganz kurz mal hier so. Und Achtung, da kommt was. Achtung! Da mach doch sowas nicht. Oh, wow. Eine primitive Axt. Ich schmeiß mich weg. Du meinst so eine Holz-Stein-Axt? Ja. Ist ein Witz, oder? Ja. Das ist echt voll der Witz. Selten so gelacht. Ja, und wahrscheinlich kommt man da hinten raus. Das ist wahrscheinlich so ein Rundgang von da hinten, von der anderen Seite. Ich will aber gucken. Kann ich kurz gucken? Ja, geh kurz gucken. Ich geh kurz mit. Was? Wasser! Spinne! Tod! Oh mein Gott! Warum machst du sowas? Ich weiß es nicht! Hilf mir! Oh mein Gott! Hol deinen Vogel, dein Vogel kämpft alleine. Ich versuche ja. Mit was? Ich hab die Kombination vergessen. Tee. Oh mein Gott! Er hört nicht auf! Komm her! Geh ein bisschen näher dran, dann kannst du vielleicht aufsteigen, wenn er gerade so dreht. Ja, doch, komm doch her! Daran! Ja, fängt ja schon mal gut an, ne? Wie sieht's aus mit dem Torpor-Wert, ne, dass du jetzt gleich runterfällst? Oh Gott, alles gut. Oh, ich brauche jetzt erstmal Beruhigungstabletten. Ich glaube die Zuschauer auch, weil so laut wie du geschrien hast. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Entschuldigung. Ich habe jetzt hier gerade noch ein paar Spinnen getötet und einen Skorpion. Ich habe Angst, irgendwas zu drücken. Und ja, es ist ein Rundgang. Gut, jetzt wisst ihr mal wenigstens Bescheid. Wow. Entschuldigung. Hier sind drei Spinnen, zwei Skorpione. Ja, da könntest du gleich ein bisschen Torpor einsammeln, sozusagen. Wo bist du jetzt? Wahrscheinlich noch hinten, immer da hinten? Ich bin dann weitergeflogen zu dem angeblichen Rundgang. Hier ist Wasser und da sind Kristalle und da ist ein linker und da ein rechter Weg. Ah, ich sehe dich. So, also schon mal viel Wasser auf jeden Fall in der Höhle. Mhm. So, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo man sich, hier ist, glaube ich, da, wo man sich entscheiden kann, ob man links oder rechts runter geht. Könnte das sein? Nee, hier. Nee, nicht wirklich. Hinter dir. Hinter dir? Da unten? Ja. Da komme ich ja gerade her. Ach so. Das heißt, da ist schon mal kein Artefakt. Ja, fliegen einfach mal weiter, ha? Hm? Oder komm mal hierher? Hm. Schon fängt's an. Ich sehe schon, wir werden nicht mehr rauskommen. Ah, ich hab's Artefakt gefunden. Nicht mehr ernst. Doch. Echt? Ja. Cool. Pass auf, Spinne! Ja, ich hab's gesehen. Übrigens, unsere Spinne ist gestorben, leider. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Da war ein Raptor, die Spinne stand auf neutral, weil Aro wollte ja unbedingt, dass die Spinne draußen bleibt. Nein, sie stand auf passiv. Und wer hat alle Tiere auf passiv gesetzt?
Ja, ich, bis auf die, die halt verteidigen sollen. Da standen ja auch Brontos dabei. Die Brontos standen dabei, die waren nicht auf passiv, die waren auf neutral, damit sie die anderen beschützen. Aber das Problem ist, die Spinne war in diesem kleinen, in unserem, ich sag mal, in unserem Liebeskäfig. Ist auch ein gutes Wort, Liebes und Käfig. Da war die Tür offen und da ist der Raptor rein und die Brontos konnten halt nicht durch die Wand schlagen und dann hat die Spinne sich halt wohl schön auffressen lassen. Und ich stand eigentlich relativ nah dabei und hätte es eventuell verhindern können. Also, aber was du ist, hast so nah auch wieder nicht. Du hättest es nee, so nah auch wieder nicht. Ich habe nur irgendwann oben die Meldung bekommen, dann bin ich hingerannt und hab leider den Raptor noch gesehen und hab den halt getötet, aber mein Gott. Das ist echt schade, weil die war vom Level her auch ziemlich gut eigentlich, ne? Ich so. Weiß es nicht mehr leider. Artefakt. Das Artefakt wiegt, keine Ahnung, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Das Artefakt wiegt 5 Gewicht quasi. Jetzt warten wir mal noch kurz und holen das Artefakt nochmal. Dann kann man es nämlich mal auf ein Ding stellen, auf ein Podest noch. Das eine verwenden wir, das andere auf ein Podest stellen. Damit wir angeben können. Genau, ja. Nur deswegen natürlich. Warum sonst? Weil es schick aussieht. Wir können es theoretisch 4-mal holen, weil ein Artefakt kann man immer nur einmal pro, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Organismus tragen. Dann können wir eins in Taran stecken, eins du, eins Tweety und eins ich. Und dann können wir es eventuell verkaufen. Nee, Quatsch. Aha, du willst jetzt schon wieder Handel treiben, ja? Ach Quatsch. Jetzt warten wir noch einmal, bis es kommt und dann, ja, im Prinzip war es dann mit der Höhle. Wir können mal da hinten weiterfliegen in die Richtung hier und dann gucken. Also ich fand es hier aufregend genug. Ja, für den kurzen Besuch. Auf, jetzt komm hier, hallo? Vielleicht hat er, Ah, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er schüchtern. Wie viel Gewicht hat ein Taran? 275. Auf jeden Fall noch Platz frei, dann tue ich das nämlich in Taran rein und eins in Tweety. Und, ja, dann fliegen wir mal hier weiter und gucken mal, was es da noch so gibt. Nur mal gucken. Schlange. Was, wo? Oh, da. Oh, Spinnen. Alles tot, alles töten, alles weg. Ja. Links oder rechts? Ich würde sagen rechts. Weil von links so von der Richtung her kommen wir ja. Keine Ahnung. Doch, eigentlich schon. Da vorne ist der große Teich. Da sind noch Skorpione und Schlangen. Ziemlich viel. Oh, Albino, ich mag die Albino-Schlange. Wow. Und Eier, da sind Eier. Wow, was mache ich denn? Ich setze mich hin. Ja, und mich hier anmeckern. Alter Schwede, guck dir mal das an. 1, 2, 3, 4 und 1000 Millionen die hauen sich jetzt alle gegenseitig tot. Nee, da ist, glaube ich, eins tot gemacht und den fressen die auf. Die fressen ja ihre Leichen auf. Die sind ja so ein bisschen Kannibalismus. Was ist ein richtiges Schlangennest? Aber die Albino-Schlangen finde ich so hübsch. Und da hinten sind ein paar Eier. Wir bräuchten auch mal wieder Titanenboa-Eier. Für was brauchte man die eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Für Gigantopithecus, also für den Gorilla. Achso, nee, den brauchen wir es nicht. Wir haben genug Gorillas. Ich glaube, wir haben auch genug Eier noch, kann das sein? Aber die Skorpione müssten doch angreifen. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig angreifen. Das ist ja genauso wie ein T-Rex greift ja auch ein Kano an. Und gar nur kein Raptor und sowas, die sind ja so quasi Best Buddies. Weißt du? Genau, Best Buddies, ja. Hier links in dem Felsen backt eine Schlange. Ah, okay. Siehst du es? Nee, ich guck gerade, ich achte gerade auf meinen Torpor-Wert, dass der nicht noch weiter hochsteigt. Okay. Weil, jetzt ist er wieder da oben. Nö, keine Ahnung. F. So, jetzt geht er runter, okay. Ich überlege gerade, ob ich da nochmal runtergehen soll und dann voll rein, aber das ist halt sehr, das ist eine geballte Giftladung auf einmal, ne? Mhm. 1 Million, doch, die hauen sich gegenseitig. Meinst du echt? Ja, die haben gerade die Spinne tot sind, dass die dann halt anfangen, sich auch gegenseitig zu hauen? Die haben gerade die Spinne tot gebissen. Übertreib's nicht, gell? Ach ja, es geht eigentlich noch. Ja, Gewicht aber auch nicht vergessen, gell? Ja gut, das Prime Meat kann ich ja dann rausschmeißen. Das Artefakt ist eh nutzlos.
Das Artefakt, hallo, deswegen sind wir hier rein. Quatsch, kann man rausschmeißen. Wir haben doch zwei, also von daher. Achso. Ich dachte, du wolltest eins an zum Angeben und eins nachher zum Verwenden. Wie war das? So, schon wieder besser. Ist da unten noch irgendwas? Ja. Noch ein paar Skorpione. Das Kiten können wir mitnehmen, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Eine Spinne. Eine Spinne und eine Schlange. Das war's jetzt, oder? Ja, bis auf die eine Schlange, die hier im Stein festbackt, aber die hat irgendwie keine Lust runterzukommen. Hier wäre ein Ei jetzt. Willst du es holen? Ich will nicht endlich hinein. Ich drücke hier gar nichts mehr. Entschuldigung. Okay. Dann mache ich jetzt mal kurz hier nochmal. Oh. Außerdem ist es voll schwer. Was ist los? Mein Tauber war schon bei über 100, bei knapp an 100. Also so ein bisschen bei 90. Aha. Und ich mache jetzt mal, ich schmeiß mal ein bisschen Fleisch raus, weil ich bin sonst zu schwer. Bei mir geht's eigentlich noch. Ach du Scheiße, habe ich viel Fleisch. So. Steamberries. Das ganze Prime Meat. Eigentlich schade drum, aber braucht man ja nicht. Wiegt aber auch nicht wirklich viel, also macht die Kohle nicht fett. Yay, Päckchen! Party, Party! DHL war hier! Oder UPS, oder DPD, oder Hermes. Ja, so, dann Standbild, die bei mir, Ja, bei mir auch. In der Luft rum und so, ja. Ja, sieht voll cool aus. Okay, dann war's das ja eigentlich in dem Fall, ne? Eigentlich schon, wir müssen jetzt nur noch den Ausgang finden. Ja, ich flieg mal ganz kurz zurück zum Artefakt. Warte mal kurz. Willst du noch eins holen? Nee. Wobei, wenn wir schon hier sind, können wir es eigentlich nochmal machen, aber... Ich will es nur mal angucken. Schönes Artefakt. So. Das war's eigentlich schon. Hä? Okay. Ach komm, weißt du was, wir haben's doch. Nehmen wir's mit. So. Wenn du noch dann Gewicht frei hast. Ja, ich glaube, das geht noch. Ja, es geht noch. Jetzt nimmt man. Ich bin trotzdem noch voll schnell. Dann. Wo bist du jetzt schon wieder? Oh Gott, ich hab dich verloren. Da, wo ich gerade die ganzen Schlangen getötet habe, da bin ich jetzt gerade. Ja. Und du glaubst, du sagst auch da. Genau da, ja. Da, weißt du, warum krieg ich Topper? Oh, das bin ich. Ich verdurste. Okay. Okay, dann zeig mir mal bitte den Ausgang. Ja, hier hoch, ist doch einfach. Guck, hier lang. Ja. Dann hier lang. Da hier ist die Entscheidung, wo wir gesagt haben, links, rechts. Okay. Und dann hier so, ups, nee, da lang. Dann hier hoch, nee, da lang. Hier so. Dann natürlich da noch entlang. Und du musst natürlich hier den Bogen fahren und dann. Und dann siehst du schon. Genau, und dann siehst du schon. Ne? Und dann musst du hier lang und dann da. Und dann geht's hier so hoch und dann wird es nämlich schon ein bisschen heller. Nee, doch nicht. Also es war nur Einbildung, dass heller wird. So. Und dann bist du hier. Und da ist der Ausgang. Okay, Gott sei Dank, ich hätte es nie gefunden. Und siehst du, dann ist es nämlich dunkel hier. Supi, wir haben die Höhle überlebt. Ich habe zwar einen halben Herzinfarkt bekommen und Taran bestimmt auch, aber ansonsten geht's uns gut. Ja. Und wir haben drei Artefakte jetzt sogar, also von daher. Oh, hat er Schiss. Ja. Vor uns oder ist hier irgendwas? Nee, ich glaube, die sind genauso wie die kleinen Affen. Wenn die einen sehen, dann hauen die ab. Okay. Ja, das war's dann, oder? Ja, das war's dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.